Amr ibn al-As belagerte Jerusalem 4 Monate lang. Und als er versucht hat, die Stadt einzunehmen, wurde er durch ihre Stadtmauern gehindert. Die Verteidigung Jerusalems wurde damals vom byzantinischen Kommandanten befehligt. Und nachdem er vergeblich auf weitere Verstärkung gewartet hatte, gab er die Stadt auf und zog mit seinen Truppen nach Ägypten ab. Amr ibn al-As schickte einen Brief an den Kalifen Umar ibn al-Khattab. Und nebenbei gesagt, diese Geschichte ist gut dokumentiert und findet sich in unterschiedlichen Versionen bei Ibn Kathir und At-Tabarani. Amr ibn al-As schilderte dem Kalifen die aktuelle Lage mit den Worten: Die Bewohner dieser Stadt möchten einen Friedensvertrag mit uns schließen. Auch der Patriarch von Jerusalem möchte das. Sie möchten, dass wir ihnen Gnade und Sicherheit versprechen. Allerdings stellten sie die Bedingung, dass der Friedensvertrag vom Emirul Mu'minin persönlich aufgesetzt wird. Sie verlangten, dass Umar radiallahu anhu den Friedensvertrag aufsetzt. Und als Umar ibn al-Khattab seine Gefährten um Rat fragte, sagte Ali ibn Abi Talib: Sie wünschen sich nur deswegen den Friedensvertrag mit dir, um Gewissheit zu erlangen, dass kein Muslim nach dir jemals den Vertrag mit ihnen bricht. Und so entschied sich Umar, die Reise anzutreten. Als er mit einer Delegation der Muslime in Jerusalem ankam, da fragte der Patriarch die Einwohner der Stadt: Wer von ihnen ist denn der Kalif? Er war verwundert, denn der Kalif kam nicht wie die Könige, die er bisher empfangen hatte. Er kam nicht auf einem Thron getragen, er kam nicht einmal auf einem Kamel geritten. Seine Kleider waren mit Schlamm und Erde beschmutzt. Er hatte keine Krone, er hatte einfache Kleider. Und als Abu Ubaida radiallahu anhu seine Erscheinung sah, kam er auf ihn zugerannt und sagte ihm: Ja Umar, in welcher Verfassung kommst du? Wieso sind deine Kleider so alt und schmutzig? Das ziemt sich nicht für den Herrscher der Muslime. Das ist eine Schande, wie du daherkommst. Drinnen sind Leute mit den besten Kleidern, Kaiser und Könige. Sie sind da, um dich zu empfangen. Und du? Da wurde Umar wütend und sagte: Wir waren ein erniedrigtes Volk, ein abscheuliches Volk. Allah hat uns mit dem Islam Würde gegeben. Suchen wir die Würde woanders als im Islam, wird Allah uns erniedrigen. Als Umar nun Jerusalem betrat, empfingen ihn die Kaiser und der Patriarch mit den Worten: Willkommen, o gerechter Kalif. Hier sehen wir, dass die Gerechtigkeit des Kalifen selbst den Nichtmuslimen bekannt war. Umar betrat die Stadt und richtete folgende Worte an ihre Bewohner: Bismillahirrahmanirrahim. Das ist, was Umar ibn al-Khattab, der Diener Allahs und der Führer der Gläubigen, den Bewohnern von Ilia, Jerusalem, zusichert. Er garantiert ihnen die Sicherheit ihres Lebens, ihres Eigentums, ihrer Kirchen und Kreuze, sowie ihrer Kranken und Gesunden und aller, die ihren Glauben folgen. Ihre religiösen Stätten dürfen weder bewohnt, noch zerstört oder geteilt werden, noch dürfen ihre Gebiete in irgendeiner Form verkleinert werden. Es dürfen ihnen weder ihre Vermögen noch ihre Kreuze weggenommen werden. Sie werden in ihrem Glauben nicht zu etwas gezwungen und keiner Belästigung ausgesetzt. Als Sicherheit für diesen Vertrag bürgt das Versprechen Allahs die Dhimma des Propheten, die Dhimma der Kalifen und die Dhimma der Gläubigen. Umar sagte weiter: Und wenn einer meiner Beamten oder ein Muslim euch Unrecht tut, dann duldet es nicht, sondern berichtet mir davon. Denn für eure Sicherheit gaben wir euch die Dhimma Allahs, die seines Propheten, meine Dhimma, die der Kalifen nach mir und die Dhimma aller Muslime. Hast du gewusst, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer einem Dhimmi Schaden zufügt, der hat mir Schaden zugefügt. Und eine seiner letzten Worte waren: Ich ermahne euch, seid gut zu denen, die unter meiner Dhimma sind. Aber Umar bemerkte, dass der Patriarch nicht verstanden hat, was die Dhimma ist. Da fragte er ihn: Weißt du, welche Bedeutung die Dhimma bei den Arabern hat? Wenn jemand unter der Dhimma einer Person oder eines Stammes steht, ist er immun gegen jede Attacke oder Ungerechtigkeit. Wenn ihn irgendjemand angreift, dann ist es so, als ob er denjenigen angegriffen hat, unter dessen Dhimma er steht. Und so ist es ihm zur Pflicht geworden, ihn so zu beschützen, wie er sich, seine Familie und seine Ehre beschützen würde. Tut er das nicht, so vergeht sein Ansehen unter den Arabern und Schande wird ihm bis in alle Ewigkeit zuteil.
Das ist die Dhimma einer Person oder eines Stammes. Wie ist dann erst die Dhimma Allahs und die seines Propheten, die wir euch gaben? Wer auch immer ungerecht zu euch ist, der hat das Versprechen Allahs und die Dhimma seines Propheten gebrochen. Und somit ist er ein Feind Allahs und seines Propheten. Und wer Allah und seinen Propheten bekriegt, dessen Feind sind wir geworden. Und wir alle bekriegen ihn, selbst wenn es unseren Untergang bedeutet. Erstaunt von Omars Worten sagte der Patriarch daraufhin: So habt ihr die Byzantiner besiegt, die vor euch die Menschen dieser Welt besiegten.